Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge. Ja, wir suchen irgendwie immer noch nach dem Hausmeisterraum irgendwie, irgendwas. Die Frage ist, wo ist er? Das hier ist außer Betrieb. Also müssen wir irgendwas finden. Das sieht doch so aus, als könnte man hier irgendwas finden. Ja, ich denke, das ist gut. Kann ich hier an der Wand hochlaufen? Ja, genau. Da passt Faith durch. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Oh, guck mal, eine arme Ratte. Die können wir leider nicht befreien. Ja, ist auf jeden Fall aufgeweckt, der kleine Bursche. Ein Buch denn über Natur oder ein Heftchen. Da hat er sich wohl... Ja, da hat er sich verschrieben, der Hausmeister. Override mit 3R. Nottürentriegelung. Da stand doch gerade was. Nottürentriegelung. Wo stand das? Stand das hier? Wahrscheinlich hier. Okay. Erinnere dich, füttere Scruffy. Also das hier ist Scruffy. Ja, den kann ich jetzt nicht unbedingt füttern. Ich sehe nämlich kein Futter. Und was ist das? Irgendeine Tür? Die Tür ist in die Hälfte gebrochen. Wegen einem Hulk. Ähnlichen Mann. Schätze ich mal. So, und da hat er ein Diplom. Nämlich der Hausmeister des Monats. Schön. Ach, schön. Das ist auch eine schöne Handschrift hier. Na gut. Wir betätigen mal den Door Override, damit wir hier schön wieder nach unten kommen. Okay, da hätten wir auch... Ach, da hätten wir auch hochgekonnt. Ich glaube, das wäre sogar der richtige Weg hier gewesen. Naja, ich habe ein bisschen einen anderen Weg genommen, aber mein Gott, der Effekt war derselbe. So, und ich schätze, hier sind auch wieder recht schnell Polizisten. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier nicht lange ohne Zug sein werden. Die Cops kommen näher. Beweg dich, Faith. Verliere dein Signal. Oh. Oh. Oha. Okay, ich gehe hier gerade mal hier rum. Noch sehe ich keinen Zug, noch sehe ich keinen Zug, noch sehe ich keinen Zug. Oh. Oh. Los, los, los! Ich hau ab. Okay, ich hoffe, der Zug kommt immer aus dieser Richtung. Wenn er von hinten kommt, dann ist das nicht gerade schön. Aber ich denke, wir haben das ganz gut gemeistert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, soll ich da runter? Ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube, das hier ist der schlauere Weg. Ja. Und hier nicht drüber. Das ist falsch. Das ist falsch. Warum komme ich hier hin? Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nicht öffnen. Ich schätze, dann müssen wir später durchfliegen. Komme ich irgendwie dahin? Ich weiß nicht, was mir das gerade gebracht haben soll. Okay. Okay, hier war ich auf jeden Fall auch noch nicht. Okay, gut, dann ist das wohl der richtige Weg. Was ist da denn da hinten? Hm. Gut, wir müssen irgendwie einen Weg finden, um an die, hier an die Stange zu kommen. Ja, hier... Hier ist, denke ich mal, der richtige Weg. Einmal rumdrehen. Nee, schon ganz. Okay, das war auch mehr schlecht als recht, aber mein Gott. Es hat funktioniert. Okay, hier drauf. Ich schätze, wir müssen durch den Lüftungsschacht. Okay, ich hab dich wieder. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch, die Ventilatoren abzuschalten. Hinter den Dingern sind meistens Wartungsschächte. Ja, die Sache ist nur, wo kann ich das tun? Ich schätze, ich muss den Weg hier nehmen. Und dann erstmal hier schön Wallrun drüber machen. Und da kann ich es doch bestimmt ausschalten. Ja, jetzt bestimmt aus. Belüftungsnotabstellung. Belüftung in Lüftungskammern 7 und 8 automatisch wieder angeschaltet. Oh, die gehen gleich... Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich habe mich so erschreckt. Ich dachte, Faith stirbt jetzt.
Okay, sie geht auf jeden Fall nach kurzer Zeit wieder an. Schön, dass wir das vorher nicht wussten. Wäre ich beinahe noch in mein... super. In meinen Tod gerannt. Zack. Okay, dann probieren wir das Ganze ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Das will ich jetzt natürlich auch erfüllen. Hep. Und jetzt ganz vorsichtig und langsam. Schön. Super. Das wäre geschafft. Okay. Ja, da war wohl der Zug schon längst weg. Wie ich einfach nicht den Zug nehmen kann. Wie es einfach nicht funktioniert. Warum stecke ich hier fest? Die Züge, Faith. Nimm den Zug. Ah, so geht das. Doch, das erinnert mich wirklich gerade, wirklich, ja. Wirklich an Battlefield 3. Ach, schöne Zugfahrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, geschafft. Zum Glück war da gerade keine Säule im Weg. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter. Oh mein Gott. Oho. Uiuiui. Springen. Und ducken. Oh, das ist so knapp. Ich glaube, Mirror's Edge... Au! Ich glaube, Mirror's Edge in 3D würde auch ziemlich viel Spaß machen. Shit, jetzt stoppen die Kopf die Züge in den Tunnel. Ja, ich glaube, Mirror's Edge in 3D, so mit 3D-Brille. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum konnte der jetzt nicht anhalten, wenn der andere gestoppt wurde von den Polizisten? Wirklich gut. Und wenn du noch mehr Ärger kriegst, kann Felde raushelfen. Sie hat in der Nähe einen Job. Oh Gott. Na, Sir, alles klar bei dir. Wenigstens bei dir, bei uns ja nicht so wirklich. Wieder ein Merks-Unterschlups. Unterschlups. Oh Gott. Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Merck sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Merck getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz? Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Ah, schade. Ich glaube, ein bisschen hey. Unterstützung. Vorsicht. Wäre gar nicht so schlecht gewesen. Naja, dann stellen wir uns eben alleine der Gefahr. Ich bin sehr gespannt, wen wir morgen vielleicht treffen werden.
Vielleicht den Börder. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hatte einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperrung. Das heißt, wir müssen weiterhin aufpassen, wegen Cops, die hier überall drum sind. Die sind ja ziemlich schießwürdig geworden. Das wissen wir ja mittlerweile. Deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Faith, Vorsicht. Da hat uns Cell doch noch gewarnt. Was machen wir? Wir fallen natürlich direkt in unseren Tod. Sieht schon mal ganz richtig aus, wo wir hier sind. Ja, da musste ich nur kurz Unterbrechung machen, aber ich bin sofort da. Wieder da, wie man ja vielleicht hören kann. Jetzt die Frage, wo gehen wir hier lang? Ich sehe irgendwie keinen Weg, wo man lang könnte. Ach so, okay. Einmal hier ran und immer noch weiter nach unten. Ich habe mich schon gefragt, ob wir hier hin müssen. Oder wirklich ganz nach unten, aber... Ja, ich schätze schon. Okay, Vorsicht. Da sind immer noch Cops da hinten. Wenn die uns sehen, ich glaube, da überleben wir nicht lange. Das war wohl die falsche Seite. Dann gehen wir mal hier hoch. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Cops. Oh Gott. Zugang zu den Gleisen, niedrige Deckenhöhe, Vorsicht. Okay, aber trotzdem können wir da rein? Ja, können wir tatsächlich. Okay, mal schön vorsichtig. Ja, natürlich schießen die schon wieder sofort auf uns. Dabei will ich denen gar nichts Böses. Ich will doch einfach nur hier lang. In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben, da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Okay, die Straße runter, ich schätze mal, das ist in die Richtung. Ich wollte gerade noch hinter mich gucken, ob da auch ja kein Zug ist. Und dann drehe ich mich um und dann ist da natürlich einer. Oh mein Gott, habe ich mich gerade verjagt. Das darf ja nicht wahr sein. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Korps. Oh mein Gott, da kommen noch mehr Korps. Erstmal hier lang, fast sterben und nach oben. Ich habe Angst vor Zügen. In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben, da solltest du wieder auf die Dächer kommen. Alles wird gut, alles wird gut. Immer schön nach Zügen gucken. Da ist ein Zug, aber der interessiert mich nicht. Der interessiert mich nicht. Was hat er gesagt? Ich hab den nicht zugehört. Die Untertitel gelesen habe ich auch nicht rechtzeitig. Naja, nicht zu rein hier. Sind mal wieder auf der Flucht, schätze ich. Wenn die uns wieder hier durch die halbe Stadt jagen, müssen wir natürlich schnell fliehen. Okay, einmal hier rang. Hier nicht. Da nicht. Sieht aus, als würden da... Genau, als würden da schnell irgendwelche Polizisten kommen. Tschüss. Ihr kriegt mich heute nicht. Uff, also das mit dem Zug war echt krass gerade. Meine Güte. Aber ich würde mal sagen, so von der Zeit her, passt das erstmal. Würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.